Und zu sagen, wenn die Märkte den Preis einer Währung bezahlen, dann ist das offensichtlich der richtige. Die Exportentwicklung in Europa ist nicht so sehr abhängig von vom Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar etwa, sondern ist stärker abhängig von der Wirtschaftsentwicklung in den Handelspartnerländern. Und man muss sehen, dass ungefähr die Hälfte des Exports der Mitgliedstaaten in der Europäischen Währungsunion innerhalb der Europäischen Währungsunion geht und nur 25% des gesamten Exports der Euro-Währungsunion geht in den Dollarraum oder geht hier in die USA. Wir haben mit der Europäischen Währungsunion begonnen am 1. Januar 1999. Wir haben zum 1. Januar diesen Jahres die Banknoten und Münzen eingeführt. Und nachdem es eine Zeit der Unsicherheit gab, die auch auf die erste Frage noch zutrifft und Konjunktur noch berührt, ob die Euro-Einführung nicht auf breiter Front zur Preiserhöhung benutzt worden ist, glaube ich, dass die Zustimmung zum Euro jetzt in Europa deutlich zunimmt. Das ist gänzlich ausgeschlossen und der Versuch würde auch... Policy decision making. The Stability and Growth Pact is complementary to the Maastricht Treaty and it's necessary for having a sound fiscal policy. The monetary policy is the only European-wide policy and fiscal policy is in the hands of the independent national governments and we need a framework for sound fiscal policy. And the Stability and Growth Pact will not be changed. It might be a little bit different interpreted and, as far as I can see it, stronger interpreted than in the past.